ernsten Moment. Und so ist es um den Bau vom Kölner Dom gegangen. Das war ein super Moment. Ich habe nicht viel von dem Moment gemerkt, aber ein Satz. Ein, ist in meinem Kopf geblieben. Und das ist da drin geblieben. 25 Jahre hat sich das da drin versteckt. Bis ich irgendwann bei einer Gerichtsverhandlung das letzte Wort hatte. Und dann habe ich gesagt zu dem Richter, Herr Richter, ich habe mir einen historischen Roman gelesen. Da ist um den Bau vom Kölner Dom gegangen. Und da sind vor Gericht ein Pfaffe und ein Doktor gestanden. Die haben irgendwas ausgefressen. Auf jeden Fall sind die da vor Gericht, jeder ein Glas Wein in der Hand und ist da vor Gericht gestanden. Und dann hat der Doktor, der Richter hat sich gesagt, Sie als Angeklagte haben das letzte Wort, habe ich gesagt, das ist ein historischer Roman gewesen und der Richter damals hat dasselbe gesagt wie Sie heute. Sie als Angeklagte haben das letzte Wort. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne das wiederholen, was der Doktor vorher, weiß nicht, wann es den Kölner Dom gebaut hat, gesagt, hey, dann hat der Richter aufgepasst. Und dann habe ich sie gesagt, steck einen Esel in eines Löwen Haut, so kommt doch nur hervor des Esels Laut. Und dann habe ich gefragt, wie meinen Sie das? Also, ich meine das gar nicht, ich habe das gelesen. Steckt einen Esel in. Ich habe schon gehört, Herr Söllner. Nein, habe ich gesagt, Sie haben es falsch verstanden. Steckt einen Esel in eines Löwen Haut, habe ich gesagt. Dann kam doch nur hervor des Esels Laut. Dann habe ich 1000 Euro Strafe zahlen müssen. Ich bin wegen was anderes zu 75.000 Euro verklagt worden. Da kommt es mir auf die Tausender nicht wirklich an. Das muss ich mal so sagen. Wirklich wahr. Hey, da müssen wir durch, oder? Nein, ist kein Tausender. Nein, sind es 30 Euro oder 50 oder 100 oder 500. Das könnt ihr selber bestimmen.